So, hallo und herzlich willkommen hier auf Brandländer TV. Das ist jetzt ein recht spontan aufgenommenes Video, einfach mit meinem Handy. Aber wie ihr bestimmt schon am Titel gesehen habt, gibt es eine kleine Roomtour der neuen Brandländer TV Studios. Ja, ist so eine schöne Doppelhaushälfte hier mit dem Eingang. Ich kann auch ruhig filmen, denn man sieht ja sowieso nicht, wo es nach draußen geht. Stehen noch eine Menge Kartons rum und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal jeden Raum einmal durch. Das hier ist, finde ich, eine echt schöne alte Wand. Da wird auch nichts vorgehangen. Zumindest habe ich das jetzt nicht vor. Ja, hier haben wir so einen kleinen Mini-Flur. Und ja gut, außen finde ich fürs Badezimmer mal blöd, aber manchmal halt nicht zu ändern. Hier haben wir noch ein kleines Badezimmer mit Dusche. Wenn man mal eine längere Session macht oder so, eine LAN-Party oder einen größeren Stream, ist immer ganz gut, eine Dusche zu haben. Denn wenn man dann irgendwie 3, 4 Tage aufeinander hockt, dann fängt es irgendwann doch ein bisschen an zu müffeln. Hier muss noch der Toilettensitz ausgewechselt werden und eine Rolle Klopapier brauchen wir ja auch noch. Das Ding finde ich nämlich auch so interessant. Hier noch ein Waschbecken, kleinen Spiegel. Hallo, hier bin ich. Aber mit einer Aufstehfrisur noch. Es ist früh am Morgen und ich warte hier im Grunde genommen auf den Telekom-Techniker, damit er das Internet hier mal einrichtet. So, gehen wir mal weiter. Hier haben wir die Küche und vor allem richtig schöne Rundbögen an den Türen. Haben wir fast überall unten. Wie gesagt, nur fast überall. Ja, hier haben wir die Küche und endlich können wir mal richtige Kochvideos drehen, weil wir jetzt eine Küche haben. Ich kann gerade nicht weit genug nach hinten gehen, um die Küche vollwertig zu zeigen. Aber das hier ist sie. Sogar mit hier Herd und Spülmaschine von Miele. Noch ältere Modelle und früher haben die ja echt noch richtig gute Qualität hergestellt. Ich finde, inzwischen sind sie eher zum höheren Standard geworden. Also sind noch gut, aber ich fand sie früher besser. Gut, hier liegt auch noch ein bisschen Kram rum. Hier haben wir dann eine Tür zum Wohnzimmer. Da gehen wir jetzt aber nicht durch, denn die habe ich absichtlich zugemacht, weil dahinter ein bisschen was aufgebaut ist für den Techniker gleich. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. So, zwischendurch auch schon das eine oder andere Licht wieder ausmachen. Ja, wie gesagt, hier ist. Sind die beiden. Dort sind wir gerade lang gegangen. Dort gehen wir jetzt lang. Und hier kommen wir dann auch schon zum Wohnzimmer, wo wir dann halt wahrscheinlich auch ein paar Streams machen werden. Hier mit schönem abgeschnittenen Extraraum. Ich mache immer wieder die Tür zu. Und hier führt dann auch noch eine Treppe hoch in die richtigen Studios. Und ich gehe jetzt einfach mal Schritt für Schritt nach hinten. Es hallt hier auch noch ein bisschen, aber es sind ja auch noch keine Möbel da. So. Da sieht man auch noch, was Altbau ist und was früher angebaut wurde, beziehungsweise wie das da damals irgendwie gemacht wurde. Ganz interessant. Doch, das da, habe ich gesagt, ist für den Techniker aufgebaut. Ob er es gleich braucht oder nicht, wird sich zeigen, aber ich dachte, ich schließe schon mal den Router an und so. Also wie gesagt, da geht es in die Küche. Hier wird dann die große Schrankwand hinkommen mit den Fernseher und so. Gemütliches Sofa, hier werden auch unsere Talkrunden drehen. Und da hinten in die Ecke, beziehungsweise da, wo man hier diesen Raumaufteiler sieht, diesen angedeuteten Raumaufteiler, da wird unsere Pen and Paper-Ecke reinkommen. Für schöne gesellschaftliche Gesellschaftsspielerabende. Hier haben wir auch noch einen kleinen Balkon und eine kleine Terrasse, wobei da drüber haben wir auch noch einen Balkon. Und ja, hier haben wir ein paar Kissen. Hier ist auch noch ein Dakimakura von Sinon. Gehörte eigentlich Sebastian, haben Daniel und ich ihm zu seinem 18. Geburtstag geschenkt, hat er aber nicht mitgenommen damals, als er ausgezogen ist. Deswegen habe ich es jetzt hier mitgenommen. Und hier, ich mache mal an, hier haben wir nochmal so einen kleinen Harry Potter Raum im Grunde genommen. Sozusagen so unter der Treppe. Ich glaube, das Ding werde ich tatsächlich aus Spaß zu einer Art Gästezimmer machen. Einfach aus dem Grund, weil. Gut, man hat hier, wie gesagt, eine Steckdose für Strom, man hat hier gutes Internet, 250.000er Leitung haben wir. Das ist fürs Dorf genial. Klar, Städter können darüber nur lachen, aber fürs Dorf ist das absolut genial. Warm ist es da drin auch, also von daher. So, jetzt gehen wir mal die Treppe hoch. Hier an der Seite muss doch irgendwann eine Lampe ran. Na, fokussiere ein bisschen. Gut. So, hier haben wir keine Rundtüren mehr, wie man sieht. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Das ist so ein kleiner Hauswirtschaftsraum. Hier noch mit so einem Ding, das der Vermieter drin gelassen hat, können wir weiter benutzen. Mit kleinem Kühlschrank. Und so, hier kommt dann noch eine Waschmaschine hin. Aber ich habe die Überweisung noch nicht bekommen, die ich mir von meinem Aktienmischfonds geholt habe.
Deswegen habe ich noch keine gekauft. Die wird erst gekauft, wenn auch wirklich das Geld da ist. Staubsauger in der Ecke. Hier schon mal ein bisschen Spülmittel und so, Waschmittel. Ja, das wird, denke ich, ganz nett werden. Und der Raum hier, daher kommt das Studio rein. Das ist der größte Raum, den wir hier oben haben. Auch mit Balkon. Ich filme jetzt absichtlich nicht hier rüber, wobei das nicht schlimm wäre. Selbst die, die die Gegend erkennen würden. Wir sind zu klein und da irgendwie, aber egal. So, und hier habe ich schon reichlich Kram hingestellt. Ich werde auch noch mal zeigen, wie das so aussieht, wenn es alles fertig ist. Aber das eigentliche Studio wird hier sein. Die werden dann hier sozusagen in den Raum reingehen. Geht leider nicht anders. Hier in die Ecke kommt dann mein Hauptrechner. In die Ecke kommt dann die Couch, wo wir unsere Talkrunden drehen, also die eigentliche Talk-Couch. Und hier zwischen halt noch ein paar Regale und so. Mal sehen, wie ich das noch final machen werde. So, drei Zimmer haben wir noch vor uns, beziehungsweise vier, wenn wir diesen Mini-Raum hier dazu zählen. Erstmal wird das Zimmer WG-mäßig noch belegt sein. Hier auch mit Balkonanschluss. Ist auch ein Balkon. Hier haben wir sozusagen noch so einen kleinen Raum, den ich dann wahrscheinlich irgendwann zum Gästezimmer machen werde. Und hier haben wir noch einen weiteren Raum. Der wird auch erstmal belegt sein, aber den werde ich dann mal irgendwann zu meinem Schlafzimmer machen. Denke ich mal. Nicht wundern über den Kram, keine Sorge, das ist alles nicht illegal. Muss man ja immer dazu sagen. Das sind ein paar Dekoschwerter. Und die Waffe hier ist zum Beispiel auch Deko. Die hier. Ich gehe da jetzt nicht mit dem Fuß drauf, denn die ist recht teuer. Und die Luftgewehre sind halt ganz normale 7,5 Schule, alles Weihrauch HW 97er. Ich glaube, ein oder zwei davon die sind noch eine 97K, aber bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Und hier haben wir dann schlussendlich noch einen Raum. Ein weiteres Badezimmer. Das ist richtig gut, wenn wir hier bei der Lade oder so wieder machen, dass wir zwei Toiletten haben. Hier riecht es aber auch ein bisschen unangenehm. Ich frage nachher noch Daniel, woran das liegen könnte, aber ich denke mal einfach, weil hier eine Weile die Leitungen nicht durchgespült worden sind, passiert das halt. Und hier ist noch ein Schwamm von einem Vormieter. Den müssen wir noch irgendwie entsorgen, aber den will irgendwie keiner anpacken. Und ja, hier mal keine Dusche drin, sondern eine sogenannte Sitzbadewanne. Ich komme ja aus der Pflege und kenne Sitzbadewanne, dachte aber, die wird es auch nur in einem pflegerischen Kontext geben. Aber nein, es gibt die auch eingebaut. Das war für mich irgendwie echt interessant. So, und ich dachte jetzt, das hier wäre eine Dusche. Aber nein, das ist einfach alles nochmal Stauraum. Da oben ist noch Stauraum. Hier und hier drinnen haben wir auch noch Stauraum. Ich filme das nicht so stark rein, wobei, ja, von einem Lichtfaktor her geht das noch. Hier kann man halt so Sachen wie Handtücher und so noch unterbringen. Hier noch eine kleine Lampe rein. Das geht im Großen und Ganzen schon. Ja, also vor allem wird für euch dieser Raum hier am interessantesten werden, denn hier wird, wie gesagt, das Studio reinkommen. Hier werden wir zukünftig wieder, ich würde sagen, 95% unserer Videos drehen, außer die Schussvideos selbst. Die werden wir weiterhin auf dem Grundstück meiner Mutter drehen, denn das ist groß genug dafür. So, Kram. Ich hatte hier alles vorgestellt und musste erstmal so eine Schneise nochmal bauen, damit der Techniker hier gleich an den Internetanschluss rankommt. Fokussiere. Ist, glaube ich, gerade nicht genügend Licht da. Ja, und dieser Raum hier, der wird wahrscheinlich noch recht interessant werden. So, jetzt wieder fokussiert. Denn von hier aus werden wir dann auch immer ein paar Videos drehen. Meine Talkrunde oben, meine Talkrunde hier unten. Kann man ja schon echt viel machen. Also ich muss sagen, ich freue mich. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich beim Umzug mitfilmen kann. Ich denke mal fast gar nicht, denn wir wollen das halt alles schnell machen. Aber es wird dann, wie gesagt, noch Video geben, sobald alles fertig ist. Kabelmanagement wird erst später kommen. Ich werde mich jetzt erstmal die Kabel einfach so legen, dass es alles läuft. Aber später wird hier noch richtiges Kabelmanagement gemacht, wie hier zum Beispiel von dem Router hier unten. Das wird hier noch am Bogen so drüber entlang gelegt und hier kommt dann die Schrankwand hin und dahinter wird dann der Router versteckt. Dann kann man hier auch alles schön mit einer Mehrfachsteckdose machen, dann kann ich dann auch die hier nutzen und muss dann nicht mehr das hier nutzen, wegen hier ist dann
der Eingang für, beziehungsweise Ausgang für den Balkon, Terrasse, Balkon zu oben. Ich verwechsel immer die Wörter Balkon und Terrasse, keine Ahnung warum, aber Terrasse ist unten. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt ohnehin alles so provisorisch aufgebaut. Ein Router kommt nach unten, ich denke mal die Fritzbox, die packe ich dann nach oben ins Studio, denn da ist ein Ladenanschluss mehr. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, mit diesen Worten, danke fürs Zusehen. Endlich immer wieder ein Video auf dem Hauptchannel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ob das dann das Video sein wird, wo ich schon hier das neue Studio per Roomtour und so vorstelle, wird sich zeigen. Aber zur Info, es ist nicht nur ein Studio, hier werde ich dann auch wohnen. Na gut, dann macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.